Hey Leute, Coach Steph hier und heute zeige ich euch die besten Übungen, die ihr mit den Dipbarren hier daheim machen könnt. Ist ja kein Geheimnis, dass ich bei Klimmzugstangen.de gesponsert bin, wo auch diese Dipbarren herkommen und ich immer wieder mal Trainingsequipment empfehle, was Sinn macht, sich zuzulegen, wenn man langfristig daheim trainieren will. Mit dem eigenen Körpergewicht, sich so ein bisschen so ein Homegym zusammenzubauen. Und meine Top-Empfehlungen sind da immer Dipbarren, Klimmzugstangen, Kurzhanteln und ein Springseil. Das ist so meine Top-Empfehlung. Und heute in dem Video zeige ich euch, was ihr alles mit den Dipbarren machen könnt. Wir bauen es zwar immer mal wieder in einem Workout ein, aber trotzdem kommt so häufig die Frage, ey, ich habe die jetzt gekauft, ich mache jetzt Dips oder Australian Pull-Ups, aber was kann man noch damit machen? Und heute ist quasi so ein Best-of-Video, wo ich euch zeigen kann, was man wirklich sinnvoll alles damit daheim anstellen kann. Wir unterteilen das Ganze in Muskelgruppen. Einmal in Brust, also Push-Bewegungen, einmal in den Rücken, in Pull-Bewegungen, sowie natürlich Bizeps und Trizeps und die Core-Muskulatur. Beine sind heute raus, weil du kannst die Beine super trainieren ohne Equipment, brauchen wir uns da nichts überlegen, was man da machen könnte. Macht keinen Sinn, von daher Push, Rücken und Core. Fangen wir an. Für die Push-Muskulatur fangen wir natürlich mit den Dips an. Immerhin heißen die Dinger Dipbarren, weil man damit Dips macht. Wenn man sich weiter nach vorne neigt, hat man mehr die Brust. Wenn man ein bisschen aufrechter ist, mehr den Trizeps. Auf Nummer 2 haben wir die Straight Bar Dips. Sind im Prinzip auch Dips. Allerdings nehmen wir nur einen Dipbarren her, nehmen die Stange gerade, deswegen Straight Bar Dips. Und ihr könnt es mal gerne probieren. Ist zwar ähnlich, aber doch eine ganz andere Übung. Fokus natürlich hier auch auf der Push-Muskulatur. Als Nummer 3 haben wir die Side-to-Side Dips. Hier gehen wir ein bisschen breiter mit den Dipbarren und zielen nach links auf die Schulter, auf die untere Brust und nach rechts im Wechsel. So können wir unilateral den Fokus immer ein bisschen mehr auf eine Seite legen und machen die Übung dadurch schwieriger. Und die vierte und letzte Übung für die Push-Muskulatur sind dann die Push-Ups. Ihr könnt die Dipbarren einfach umkippen und als Liegestützgriffe verwenden. Dadurch könnt ihr natürlich ein bisschen tiefer gehen, als wenn ihr die Liegestütze auf dem Boden macht. Wenn ihr die Dipbarren eh da habt, dann macht das auch so. Wir machen mit der Pull-Muskulatur weiter und haben auf Nummer 1 die Australian Pull-Ups. Ist eine Vorübung zum Klimmzug und ideal für Einsteiger, die keine Klimmzüge können oder keine Klimmzugstange haben. Macht unbedingt diese Übung. Ist sehr wichtig, vor allem für den oberen Rücken. Auf Nummer 2 sind dann die Australian Pull-Up Holds. Das ist dasselbe, nur dass ihr oben haltet. So könnt ihr nochmal üben, während ihr oben haltet, explizit die Schultern anzuspannen und nicht aus den Armen zu ziehen oder einfach oben halten, nochmal zum Ausbrennen nach den Australian Pull-Ups. Auf Nummer 3 haben wir die Australian Chin-Ups. Hier gehen wir in den Untergriff statt im Obergriff, haben so damit einfach ein bisschen mehr den Bizeps, ein bisschen mehr den Latissimus, kommt dem Rudern ein bisschen näher wie Langhantelrudern beispielsweise. Und auf Nummer 4 haben wir die One-Arm Australian Pull-Ups, also auch wieder Australian Pull-Ups, allerdings mit einem Arm. Drehen uns hier ein bisschen ein, arbeiten unilateral, wird dadurch schwieriger. Und auf Nummer 5, die letzte und härteste Übung mit den Dipbarren sind die Feet-Up Rows. Hier habt ihr im Prinzip 1:1 Rudern mit der Langhantel, nur dass ihr eben mit dem eigenen Körpergewicht gegen die Schwerkraft euch hochzieht, während ihr mit dem Bauch die Beine oben halten müsst. Also die Übung ist wirklich hardcore. Kommen wir zur Bauch- und Core-Muskulatur. Hier haben wir auf Nummer 1 das Bein heben. Und das ist schon ein Grund, warum man sich die Dipbarren kaufen sollte, weil man sein Bauchtraining damit aufs nächste Level heben kann. Als Nummer 2 haben wir den L-Sit oder verschiedene Variationen vom L-Sit. Hier haben wir nicht nur isometrische Spannung, sondern können auch dynamische Bewegungen einbauen, was das Ganze noch mal ein bisschen härter macht. Kommt zu Übung 3, das ist der Scheibenwischer. Kennt ihr vielleicht aus dem Fitnessstudio, normalerweise an der Klimmzugstange. Könnt ihr aber auch mit den Dipbarren machen für die schräge Bauchmuskulatur. Und wir haben als Nummer 4 nochmal den Backlever. Hier haben wir den unteren Rücken bzw. die komplette dorsale Kette, aber das ist jetzt wirklich für Fortgeschrittene. Ihr könnt es aber üben, wenn ihr die Dinger daheim habt, übt es, weil ohne Übung werdet ihr es sowieso nie lernen. Und das war's für heute. Wie ihr gesehen habt, könnt ihr mit den Dingern sehr kreativ werden und das müsst ihr machen, wenn ihr daheim mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Alleine schon, um die Intensität zu steigern, um die Übungen schwieriger zu machen oder einfach neue Muskelgruppen zu trainieren, die ihr so nicht hinbekommt, wenn ihr kein Equipment hättet. Von daher ist das meine Nummer 1, was Home Gym Equipment betrifft, alleine wegen den Australian Pull-Ups, weil ihr den Rücken damit trainieren könnt und wegen den Dips und Beine heben. Also macht wirklich Sinn, die Dinger zu kaufen, vor allem wenn man langfristig jahrelang daheim progressiv trainieren will. Von daher bekommt ihr mit meinem Gutscheincode dann noch mal ein paar Prozente bei klimmzugstangen.de. Der Link ist unten in der Infobox. Und genau solche Übungen, solche Variationen findet ihr auch in meinem Hybrid-Trainingsprogramm. Denn da ist es so, dass wir quasi ein großes Konzept, einen Plan haben und dann je nach Level Variationen einbauen. Die Anfänger machen natürlich die Basic-Übungen, aber desto besser du wirst, desto härtere Variationen brauchst du auch. Und da ist, wie gesagt, der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und genau so ist mein Hybrid-Trainingsprogramm aufgebaut. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Website. Einfach mal durchlesen. Vielleicht ist es was für euch. Auch hier ist der Link unten in der Infobox. Und dann war es das auch schon für heute. Kanal abonnieren, dann sehen wir uns Sonntag beim nächsten Workout. Coach Steph, wir sehen uns bis dann.
Peace.